Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio. Weiterhin hier mit meiner Möglichkeit Labor. Oh, jetzt hier durch. So. Wollen wir uns das Ganze mal angucken hier. Das ist mein Gebiet, was ich gerne haben möchte. So, mal gucken, wie feindlich sind die denn hier gesinnt. Also, okay, wir können hier locker uns ausbreiten. Was? Und was im Wasser? The fuck? Was ist das im Wasser? What the fuck? Seht ihr das? Fisch? Null. Hier im Spiel gibt's Fische. Fische. Wir haben hier Fische. Okay. Entfernt mal. Einfach das. Ja, wir werden jetzt auch gleich Roboter kommen. Das ist alles kein Ding. Wir brauchen Wände. Nochmal an. Winkelt euch nicht so an. Tut was. Da sind wieder Roboter auf dem Weg hin. Ihr seid so doof. Ich brauche Wände, habe ich gesagt. Wir brauchen Wände. Steine. Dann hätte ich gerne Nummer 200. Stelle ich mich mal hier hin. Okay. Das kriegen wir auch. Also, Viecher sind einfach dämlich. Die fliegen immer ins feindliche Gebiet. Keine Ahnung, warum sie das machen. Haben wahrscheinlich Alkohol getrunken oder was weiß ich. Ich weiß auch noch nicht, wie groß ich das machen muss. Ich würde ja gerne, dass das dann nach oben reingeht. Also das Förderband. Ich würde gerne hier unten das minimal halten. Mein Gott, fliegt doch einfach nach oben, ihr Vollidioten. Hier über feindliches Gebiet fliegt, ja, dann wundert es mich einfach nicht. Ganz einfach, Leute. Guckt euch das an, wie die fliegen. Über feindliches Gebiet. Ihr seid doch so dämlich. Sind halt Computer, ne? Da kriege ich jetzt meine Wände. Ja. Haben wir schon. Ah. So. Mal anfangen hier. Ziehen wir mal. Sollen sie das auch noch abreißen? Ich habe auch einen Flammenwerfer.
Danke, ich stelle mich einfach hier hin. Wenn sie uns jetzt nerven wollen, ja bitte. Ach. Da würde ich mir auch so ein... Ah, wie soll man das erklären? So eine Range... Hätte ich gern. Lasergeschütztürme. Machen wir so. Warum verschwindet das denn immer? What the fuck? Ich keine Lasergeschütztürme mehr. What the fuck, Mann. Muss ich mir noch welche anfordern lassen? Lasergeschütztürme. Zack, 50 Stück. Keine mehr. Kann doch nicht wahr sein. Ja, die machen da unten jetzt alles kaputt, sollen sie ruhig. Alter, guckt euch das an, wie lange die brauchen, um die Grünen down zu kriegen. Leck mich am Arsch, da merkst du jetzt wirklich mal, wie stark die Viecher wirklich geworden sind. Also leck mich fett. Das sind echt verdammt stark geworden, die Viecher. Die Blauen sind lächerlich, Leute. Guck, die anderen, das sind One-Hit-Monster. Aber ja, gut. Wir müssen jetzt warten, bis wir Lasergeschütztürme kriegen. Ich nehme mich jetzt hier oben hin und mache Pipi-Pause. So. Pipi-Pause, Mutti. Will die mal her. Ich weiß nicht, wie viel wir davon haben. So, wo bleiben meine Lasergeschütztürme bitte? Ich habe mir noch keine bekommen. Könntet ihr mir jetzt mal eine Lasergeschütztürme bitte bringen? Aha. So, die bringen mir jetzt natürlich auch wieder Mauern. Müssen wir jetzt abbrechen. Grüne Mikrochips? Warum auch immer? Was habe ich denn hergestellt für grüne Mikrochips? What the fuck? Brechen das mal gerade komplett ab. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier Flammenwerfer auch wieder hinsetzen. Auf jeden Fall. Ja, erstmal ein paar mehr. Das werden wir dann immer noch ändern, wenn es soweit ist. Mauern. Kisten. Finde ich das super. Oh, ne, eins zu weit, okay. Okay.
scheiße, ne? Aber was soll's. Sollen ja eigentlich eh die Lasergeschütztürme das alles erledigen. Machen wir auch einen vernünftigen Kreislauf. Die Flammenwerfer sollen das ja eigentlich. Ganze Miserie hier. Kriegen wir absolut keinen hin. Hätte ich jetzt einen größeren Abstand machen können. Ja nicht. So. Ja, jetzt gehen wir bei. Machen uns das hier mal auf. Wir werden dieses Stück machen uns da das. Dann ist das. Öl. So, dann machen wir hier so. So, und dann hauen wir hier wieder so eine kleine Ecke rein. Das stört mich ein. So, das ist ein Kreuz. Und ja, sowieso. Vom Prinzip keiner. Und es soll ja nur seinen Zweck erfüllen. Es geht ja hier in die Sauberkeit. Aber wie gut die. Der Kram funktioniert, ne? Zwischenstopp machen. Gehen wir da hoch. Strom. So, dann der. Auch hier werde ich schießen. Werde den hier abklemmen. Klemmen. Das hier wieder durchläuft und dann hier auch nochmal ran, dass wirklich genug Druck auf der Leitung ist. So. Dann haben wir unser Gebiet abgesteckt, unser neues. Und dann können wir hier noch gerade ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Muss nur noch überlegen, wie ich das mit der Eisenbahn mache. Okay. Also mein Gedanke ist jetzt eigentlich alles nach oben zu führen. Hier oben irgendwo die Eisbahn dann hinzusetzen. Wir haben hier die Wald, ne? Mal ohne Flachs. Das abzuholzen. So, da reißt mir irgendwie. Da sind die. Oh, okay. Ja. Anfangen. Es sind ja nicht viele. Nein, also das ist ja überhaupt nicht viel, was wir jetzt hier haben. Aber ja, jetzt geht's automatisch gleich wieder los, dass irgendwelche Viecher getötet werden sind oder geworden sind, weil die dann so fliegen. Also weil wir hier unten viel tiefer sind. Also wir müssten jetzt hier auch bis dahin unser Gebiet abstecken. So, dann würde das nicht mehr passieren. Ja? Wenn jetzt hier so drauf achten, könnte es sein, dass hier gleich wieder welche rüberfliegen.
Aber anscheinend nicht. Dann haben wir gerade ein bisschen Ruhe. Anscheinend sind sie gerade nicht ganz so depressig. Ein Inventar leer. Ich muss jetzt nur noch überlegen, wie wir das bauen. Also ich müsste auf jeden Fall von unten nach oben ein Band führen. Da möchte ich auf jeden Fall mit mehr Zwischenlager bauen. So, dass wir die Zwischenlager haben. Also von Roherz könnten wir eigentlich direkt führen. Wir wollen ja hier oben erstmal eine Brenner, also eine Schmiede bauen. Die haben ja gesagt, wir wollen das selbst schmieden und selbst legen. Wenn ich das jetzt mit hier oben vergleiche, wenn wir das jetzt hier oben vergleichen, wo habe ich es hingebaut? Entschuldigung, falls man es gehört hat, hier. Also wenn man sich das hier vergleicht, ist das jetzt 1, 2, 3, 4, ne, wir haben doch 4 auf jeder Seite mit je 3 Geschwindigkeitsmodulen. Ja, gut, ja. Das wird schon mal. Die ganzen Roboter sind völlig im Arsch, weil sie unterwegs wirklich richtig. Da guckt mal, wie die fliegen. Die sind so dumm einfach. Ja, was soll ich dazu sagen? Die sollen aber hier aufräumen. Das ist ja denen ihre Aufgabe jetzt. Okay, stellen wir halt neue Roboter her. Haben eh noch hier ohne Ende Logistikroboter. Können wir mal beigehen und die einfach wieder System speisen sollen, bitte. Und sowieso. Ja. Ich glaube, das hier können nur die Bauroboter, richtig? Ja. Das können nur die Bauroboter. Die Bauroboter haben wir auch nicht in der Produktion. Wir könnten aber mal gerade sagen, hey du, bring mir mal wollte er mir gleich 50 von denen bringen, weil das haben wir. Das sind 6,4 Millionen haben wir herausgefunden, glaube ich, ne, per Karte. 6,7 Millionen sogar, 6,7 Millionen, die müssen 6,7 Millionen legen wir nach oben. Geht hier verarbeitet komplett. Und dann werde ich auch so ein kleines Lagersystem bauen, wo alles reinläuft. Also mit so mehreren Kisten, wo wir das alles sortieren. Dann werden wir uns überlegen, wie viel Waggons wir brauchen. 1, 2, 3, keine Ahnung. Und dann wird es ein Lagersystem geben, was erstmal normale Kisten hat und oben dann die Kisten, wo es dann reingehen soll. Na, mal schauen, Leute. Ganz einfach. Ich kann mir das vorstellen, dass das gut funktioniert. So, wir haben 50 von den Dingern bekommen. Wir werden die wieder deaktivieren und dann werden wir hier die Bauroboter volle Pulle bauen. Das dauert eh nicht lange. Ja. Man sieht auch, dass die sofort, und jetzt doch, die gehen sofort Krusikowski machen. 31 haben wir noch. Ja. So muss das sein. 50 Bauroboter ist einfach episch, oder? So gefällt mir das. Jetzt ohne Flachs, das gefällt mir. So muss das sein, du. Jetzt laden sie sich auf. Zack, 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 zack. Laufen wir mal hier unten hin. Ja, der Auftrag ist für andere reserviert anscheinend. Upp. Der Auftrag ist dann auch belegt für andere. Alles klar. Sehr schön. Ja, dann müssen wir mal anfangen, hier jetzt gerade mit der Hand klar Schiff zu machen.
Wahrscheinlich würde man das auch hinkriegen im roten Bauplan, oder? Jo, mit ein bisschen Vorsicht. Das ist auch. Nur Holz. Das ist so geil. Wenn ich damit so ein bisschen auseinandersetze, ist das eigentlich schon ziemlich cool. Tata, so. Jetzt hier auch hin. Cool. Das ist schon ziemlich lustig, Leute. Jetzt ohne Scheiß. Blub, 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 blub. So, ich finde, das reicht. Mehr müssen wir hier eigentlich gar nicht machen. So, jetzt würde ich gerne. Da haben wir es. So, jetzt müssen wir. Gerne zwei Bänder machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja? Wenn ich jetzt hier so die Mitte nehme, das ist so die Mitte. Ja, wir nehmen das jetzt mal so als Mitte. Ich würde sagen, da wird auch noch was kommen. Ja, so könnte mir das schon gut gefallen. Dackel, 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 dackel. Wie gesagt, so könnte es sein. Ja, wir müssen bald erstmal zurückgehen und uns ein paar Materialien holen. Wie gesagt, ich brauche Lichtbogenöfen. Ich muss mein Inventar leeren. Das werden wir mal gerade machen. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.